So, herzlich willkommen zu einem neuen 55er Guide. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr am besten im mittleren Affen-Dungeon zum Boss gelangt. Und zwar, das mittlere Affen-Dungeon befindet sich unten rechts in der Wüste. So, und wir werden jetzt direkt mal reingehen. Also, im mittleren Affen-Dungeon müsst ihr einfach dem Pfad folgen und jegliche Abzweigungen ignorieren. Das bedeutet, ihr geht, wenn sowas kommt, nicht nach links, sondern ihr geht einfach geradeaus. So, das werden wir jetzt auch tun. So, jetzt immer langsam machen im Affen-Dungeon. Denn zack, jetzt werden wir wieder dem Pfad folgen, werden keine Abzweigungen benutzen. So, ich muss den Fernseher gleich mal noch ein bisschen leiser machen. So, ihr seht, das ist jetzt eine Kurve, das ist keine Abzweigung, verwechselt das nicht. Das ist eine Abzweigung, da wollen wir aber nicht lang, das bedeutet, wir folgen weiter dem Pfad. So, wieder eine Kurve und da kommt schon das Portal. Das sind die schnellsten Wege, die ich euch zeige, wie ihr zum Boss gelangt. Jetzt folgen wir wieder einfach dem Pfad, ignorieren jegliche Abzweigungen. Das ist ganz, ganz wichtig, im mittleren Affen-Dungeon einfach dem Pfad folgen. So. So, also bis ich euch sage, stopp, bis dahin müsst ihr einfach dem Pfad folgen. Ihr müsst bis zum Wahrdenkmal dem Pfad folgen und keine Abzweigung. So, da ist das Wahrdenkmal. Ihr geht hinter dem Wahrdenkmal durch das Portal durch. So, dann geht die erste oder die zweite Abzweigung nach links in diesem Gang. Das ist völlig egal, ob die erste oder die zweite dort hinten. Wir nehmen jetzt die erste. So, jetzt müssen wir nach rechts, an der nächsten Kreuzung nach rechts, also jetzt nach rechts. Also wie gesagt, wir hätten auch hier lang kommen können. So. Und jetzt müssen wir durch das Portal durch. Aber wenn euch die Affen so stören, schlagt sie einfach weg. Mega nervig, die Viecher. Jetzt gehen wir durch das Portal durch. Jetzt laufen wir immer weiter. Also immer gerade weiterlaufen, wenn ihr aus dem Portal kommt. Und gehen durch dieses Portal. Dann gelangen wir in den Raum, wo die ganzen vielen Steinaffen sind. So. Jetzt sind wir in der Vorkammer. Hier sind zum Beispiel Steinaffen, Affengeneräle. Das bedeutet, wir können hier sehr gut PMs farmen. Also wenn ihr könnt immer, bevor ihr in den Bossraum geht, schnell einmal durchpullen, alle Mobs töten. Vielleicht kriegt da ein, zwei PMs, vielleicht auch keine, völlig egal. Rangpunkte habt ihr auch bekommen. Wie gesagt, wir haben jetzt keine PM bekommen. Dann geht ihr durch die Wand durch und schon seid ihr im Bossraum. Ihr seht, hier sieht es aus wie im schweren Affen-Dungeon. Aber hier sind erstens keine Mobs und der Boss ist hier der gehende Affe. Und im schweren Affen-Dungeon ist der gehende Affe ein normaler Mob. So, ihr seht, Level 40 Boss, Level 43. Könnt ihn schlagen. Aus ihm bekommt ihr das mittlere Affenkraut zum Wiederbeleben des, normalen Kampfgaul. Genau, jetzt habe ich es mit Milligaul sagen. Ihr seht, ich habe jetzt keins gedroppt gehabt. Das liegt daran, dass ich keinen Doppeldrop habe. Nicht, dass ich Level 55 bin. Aber ich empfehle euch, unter Level 55 zu sein, um das mittlere Affen-Dungeon beschreiten zu können, um dort gut droppen zu können. Mit 55 ist das Experten-Affen-Dungeon das Beste, um zu farmen. Das mittlere ist so von Level 30 bis Level 50 gut, also bis Level 45. Und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie ihr am besten in den Bossraum kommt und am schnellsten. Alles klar, haut da rein, bis zum nächsten Mal.